Ah, das musste ja kommen. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. There we go. Jo Leute, was geht ab und willkommen zurück zu Pokémon Mond. Also letztes Mal haben wir hier aufgehört beim Professor und dieses Mal sollten wir in die Trainerschule. Für die Leute, die sich fragen, wieso bist du nicht krank? Du hast ja gesagt, dass du krank bist. Ja, ich sag bloß so, Medizin regelt. Why Und ich mache deswegen Pokémon heute, weil ich dachte mir, ich mache einfach mal alle Spiele, bevor ich mit der Woche mit Kingdom Hearts 2.8 anfange. Und ja. Und dank dem Update muss ich das jetzt cutten, also. Ich werde euch dann die Teile zeigen. Also ihr wollt bestimmt nicht sehen, wie ich einen Berg hochlaufe oder sonst was. Also ja, dann kann ich auch mal einen kürzeren Part bringen. Okay, so, Lilly zeigt mir jetzt bloß kurz das Pokémon Center und wie ich es benutzen tue und was alles drin ist. Okay, dann würde ich noch schnell meine Pokémon heilen und dann gehen wir schnell in die Trainerschule. Ja, okay, das Zauber steht da im Weg und ich glaube, Kukui kümmert sich darum. Aber jetzt glaube ich noch nicht. Genau, jetzt kümmert er sich noch nicht um das. Na, dann gehen wir einfach mal da rein. Ich weiß schon, wo die Trainer stehen, weil ich das schon mal gespielt habe, wie gesagt, von Pokémon Sonne her. Zwar noch nicht durch, aber ja, schon ein gutes Stück. Und seht ihr, wie ich schon im letzten Part gesagt habe, kriege ich jetzt schon den EP-Teiler. Meiner Meinung nach zu früh. Hätten sie mir vielleicht nach dem. Also, okay, hier gibt es keine Orden, aber ihr wisst, was ich meine. Halt so zeitgemäß nach dem dritten Orden oder was. Oder vierten, das wäre vielleicht okay. Aber gleich am Anfang, das ist ein bisschen hart. Naja, weil ich muss jetzt einfach nur die Trainer herausfordern. Okay, der will noch nicht kämpfen. Ich glaube, der kämpft erst am Ende. So, okay. Okay, da hinten rechts war auf jeden Fall noch eine. Boah, das Licht unten auf dem Bildschirm, das reflektiert sich echt gut. Das sieht aus wie das Twitter-Zeichen im Falschrum. Wow!
Yay. Yeah. Tja, das passiert halt, wenn man seine Pokebälle umher schlägt mit einem Badmintonschläger oder was das ist. Also ein Tennisschläger ist es mal nicht bei dir am Netz. Der will, glaube ich, noch kämpfen. Yep. Ja, beziehungsweise die. Ah, das war doof. Okay, so. Okay. Jetzt links. Ne, die wollte die kämpfen. Ne, die gibt mir ein Item. Oh, eine Flinkklaue. So, okay. Also da links war keiner. Kann ich da rein? Yep. Ah, der will, glaube ich, nicht kämpfen. Ne, genau, der erzählt mir bloß irgendwas. Naja, dann ist hier nichts. Ich weiß, dass in der zweiten Etage die Lehrerin ist. Aber ich muss erst alle vier Trainer besiegt haben, um gegen sie zu kämpfen. Also werde ich gucken, ob da irgendwo noch jemand steht. So. Weil ich weiß, dass draußen jemand ist, der kämpfen will. Aber der kämpft anscheinend erst, wenn ich gegen die anderen gekämpft habe. Ah, cool, der gibt mir noch einen Trank. Na dann, dann gehe ich mal da raus. Will der kämpfen? Ich glaube nicht. Naja, nicht so schlimm. Dann werde ich es einfach bei dem draußen nochmal versuchen. Ich glaube, da waren sogar zwei. Aber auf jeden Fall haben sie was von vier Trainern gesagt. Da ist kein... Ne, da ist nichts. Na, ich versuch's dann trotzdem mal mit dem. Ach, ich kann da rein, okay. Da haben wir ihn. Wenn es so weitergeht, entwickelt sich noch das Ladybar. Ich glaube, es entwickelt sich auf 16 oder 18. Ich bin mir nicht sicher. Ja, dann gibt er mir noch einen Tipp. Aber ich höre mir lieber das Item als dem sein Tipp. Oh, ein Magnetilo. Und ja, es hat noch Half-Life. Oh, das ist gar nicht gut. Dann benutze ich mal gleich einen Trank. Was macht der jetzt? Ich hab's nicht gelesen. Ach, Metallbombe oder was? Ach, das ist so viel Schaden. Jetzt muss ich schon wieder einen Trank einsetzen. Ich will doch bloß das Magnetilo fangen. Ach, nicht Metallbombe, Magnetbombe. Okay. Und da haben wir's. Raupis Level 6. Ich glaube, das entwickelt sich auf 7. Auf den alten Editionen hat sich ja immer auf 5 entwickelt. Glaube ich. Auf jeden Fall war es in der roten so. Und jetzt müsste unser Kollege kämpfen. Auf dem Kampffeld. Yep, sieht so aus.
Na dann. Zeig mal her, was du kannst. Oh, der hat eine Aloha-Slimer. Okay, das ist nicht so gut, meinst du, es ist vergiftet. Aber wir haben ja noch genug andere Pokémon dabei. Oh, easy. Oh. Not even close. Oh shit, Raupi entwickelt sich. Jetzt kriegen wir Safkon. Das fucking Twitter-Zeichen. Yes, Safkon. So, und da mein Typ vergiftet ist, muss ich noch sauber, also reinigen, dass er nicht stirbt. So, dann nehmen wir das hier. Und easy. Und da geht's Gift weg. Not even close. Okay. Ah, Kraftschub, okay. Ja, ich weiß, was jetzt passiert. Die sagt mir jetzt, dass sie Lehrerin gegen mich kämpfen will. Na, aber davor gehe ich meine Pokémon heilen und dann machen wir sie fertig. Ja. Und da ist er. Oh wow, sie hat zwei Pokémon mächtig. Ach, na super, uns erstes Mal wieder ein Magnetilo. Hauptsache, die haben immer die Schwäche von mir. Was wollen die mal mit ihren Elektro-Pokémon? Okay, es zieht nur 14, das ist okay. Na, wenigstens krittet's nicht. Was ist mit meinem Roboter los? Das kriegt drei Angriffe. Okay,
Okay, noch ein Mauzi, das ist glaube ich auch das Alola Mauzi. Ja, genau. Ah. Und dann setze ich einen meiner 11 Tränke nochmal ein. Weil man findet hier überall Tränke. Was war denn das bis? Na egal. Ich versuche mal Säuselstimme, vielleicht ist das sehr effektiv. Weil ich glaube, dass es fehlt. Na, sage ich doch. Und ein weiterer Trank muss dran glauben. Jetzt aber. I'm out of here. Ey, das macht jetzt alle meine Tränke damit leer. Wie kann die denn so einen Lack haben? Das hat eine 50% Chance, mich zurückschrecken zu lassen. Das hat mich jetzt viermal hintereinander zurückschrecken lassen. Yay, Sternschau. Yay, Superball. Ach, der Typ. Ah, stimmt, der macht eine Prüfung. Ich dachte, das wäre so ein Arena-Leiter mit Feen-Pokémon. Ihr wisst schon, bei dem XY, da gab es ja auch so eine Feen-Tussi mit so einem komischen, glänzenden Augen. Na dann. Tja, und wer macht das Tauros jetzt weg? Ach, der Typ. Der Haller, genau. Ja, ich werde es streicheln, aber erst im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.